Zum diesjährigen Neujahresempfang lud das DFI erneut seine Mitglieder und Freunde ein. Die geladenen Gäste versammelten sich in der Areva NP Deutschlandzentrale Erlangen, um diesen außergewöhnlichen Abend zu feiern. Das Besondere jedoch ist, dass diesmal nicht nur die erfolgreiche Bilanz des vergangenen Jahres gezogen wird und die kommenden Projekte für das Jahr 2013 vorgestellt werden. Dieses Jahr wird der 50. Geburtstag des Élysée-Vertrags gefeiert. Café de l'Élysée, das ist eine Debattenreihe. Da haben wir Experten aus Deutschland und Frankreich eingeladen. Zwischen Januar und August werden diese Abende stattfinden. An verschiedenen Orten, nicht nur in Erlangen, sondern auch in Nürnberg und auch in Fürth. Nach den Begrüßungsworten des technischen Geschäftsführers von Areva, Stefan vom Scheid, und der ersten Vorsitzende des DFIs, Pascal Höger, überraschte die Improvisationstheatergruppe Lux Theater des Moments das Publikum mit ihrer kreativ-lustigen Improvisationseinlagen anhand von deutsch-französischen Klischees. Der Höhepunkt des Abends zeigte sich in den ersten der sechs Cafés de l'Élysée stattfindenden Diskussionsrunde. Als Gäste diskutierten Emmanuel Suard, der seit September 2012 neuer Kulturrat der Botschaft und Direktor des Institut Français Deutschland ist, und Dr. Klaus Schäfer, Geschäftsführer des Zentrums für angewandte Geschichte Erlangen, der bereits eine beachtliche Auswahl an Vorträgen und Veröffentlichungen über deutsch-französische Beziehungen nachweisen kann. Das war ja ursprünglich mal die Intention des Élysée-Vertrags, so eine Art Rheinbund zu schaffen oder einen Zweibund zu schaffen, in dem Deutschland und Frankreich als Kern Europas agieren. Muss man allerdings immer vorsichtig sein, deshalb hat es auch nicht immer geklappt, weil es natürlich Widerstände gibt von den anderen europäischen Partnern. Deshalb ist es eine ambivalente Sache. Deutschland und Frankreich dürfen die Gemeinsamkeit nie zu stark betonen, weil die anderen sich dann außen vor fühlen. Aber sie müssen ihre Gemeinsamkeit betonen, damit sie Europa voranbringen können. Wir machen viel zusammen, viel für die Sprache, viel für die Kultur und ich besonders. Das war sehr berührend für mich. Ich habe 12 Jahre bei Arte gearbeitet und jetzt als Kulturrat in Berlin zu arbeiten. Zum Schluss stellte die Institutsleiterin Rachel Gilliot die Bilanz des vergangenen Jahres vor und erzählte über die neuen Projekte, welche für das Jahr 2013 anstehen, wie das Kinderfestival, die Fête de la Musique und den Jour de France. Dieser Abend zeigt uns, dass 50 Jahre nach dem Élysée-Vertrag weiterhin viel an der Verständigung beider Länder aktiv gearbeitet wird, um das Interesse beider Kulturen aufrecht zu erhalten. Also ich will wirklich diese Initiative von dem Deutsch-Französischen Institut hier in Erlangen wirklich begrüßen. Ich finde, dass das ist wirklich eine tolle Initiative. Was mir wirklich gefallen hat, ist, dass jeder Deutsch, entweder Deutsche oder Franzosen, sie haben beide verstanden, dass, also auf beide Sprachen. Wir haben natürlich mit dem DFI einen nahezu genialen Motor einer deutsch-französischen Zusammenarbeit. Das nächste Café wird am 19. März in Kooperation mit dem Amt für internationale Beziehungen der Stadt Erlangen erneut in Erlangen stattfinden. Das DFI freut sich bereits darüber, mit Ihnen gemeinsam diesen Abend erleben zu können.